Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Wir haben wieder Montag, 14 Uhr und ihr freut euch heute auf die Glasmalfarbe, denn wir werden euch tolle neue Bastelideen vorstellen, die wir die ganze Woche ausgetestet haben und jetzt für euch vorbereitet haben. Und das Tolle ist, alle unsere langweiligen Gläser, Flaschen, die wir eigentlich so in der Ecke stehen haben oder immer wegbringen, können wir jetzt mit der Glasmalfarbe richtig schön aufpeppen, für die Gartendeko benutzen. Genau. Oder vielleicht auch für die Terrasse und fürs Zuhause. Und natürlich nicht nur für sämtliche Flaschen, die ihr zu Hause habt, sondern wir zeigen euch auch, wie ihr ganz easy Leuchten damit gestalten könnt mit der Glasmalfarbe. Genau, also wir arbeiten mit Licht, mit alten Materialien und natürlich haben wir tolle Angebote für euch vorbereitet, die es heute und morgen unter www.ideenmitherz.de gibt. Und natürlich sind wir auch in der Bestellannahme für euch erreichbar bis 18 Uhr. Und die Nummer seht ihr jetzt auch nochmal eingeblendet, falls ihr Fragen habt oder auch was bestellen möchtet. Und wenn ihr jetzt Fragen habt zur Glasmalfarbe, könnt ihr die direkt schon stellen. Patricia und ich werden euch natürlich heute wieder helfen. Und natürlich, falls wir mal Kommentare nicht sehen oder nicht beantworten, weil wir hier vielleicht beim Basteln gerade total eingespannt sind, werden wir die im Nachhinein auch nochmal für euch beantworten, damit ihr auch ohne Probleme mit den Farben arbeiten könnt. Genau. Bevor es jetzt losgeht, haben wir noch natürlich eine Liste von, die wir abarbeiten müssen, wie zum Beispiel unser tolles Gewinnspiel, was es jede Woche gibt. Genau. Und heute dreht sich alles zum Thema Glasfarbe. Das heißt, ihr könnt wieder ein tolles Überraschungspaket gewinnen. Deswegen teilt wieder fleißig dieses Video und am Ende der Sendung losen wir dann wieder den glücklichen Gewinner oder die glückliche Gewinnerin aus. Ja, wir drücken euch die Daumen und das war jetzt das Erste, was wir geschafft haben. Die Aktionen und auch die Bastelideen, die gibt es gleich von uns zu sehen. Aber wir haben noch etwas ganz Besonderes und zwar eure Kundenmuster, die ihr uns zugeschickt habt, eure tollen Bastelarbeiten, die wir natürlich hier mit euch gemeinsam bewundern können, wie zum Beispiel von der lieben Ines, die uns das zugeschickt hat. Genau, die hat uns ein ganz tolles Bild zugeschickt. Haus am See, richtig klasse mit dem Leuchtturm und auch total niedlich das Häuschen dazu passend gestaltet. Schön. Mit der Faszina-Tür, so wie das aussieht. Und natürlich auch sieht so aus, ist es ein Faszina-Wichtel oder ist das eine Figur? Das würde mich jetzt mal interessieren. Sieht richtig toll aus. Also Ines, falls du zuschaust, kannst du uns das gerne in den Kommentaren schon dazu schreiben. Und die liebe Beate hat uns auch noch mal einen tollen Bilderrahmen geschickt, oder? Ja, das finde ich total klasse. Das sind, glaube ich, unsere Gel-Premium-Transfers. Ja. Also richtig toll, auch in diesem schönen Kupferton gestaltet und nochmal so ein richtig reduziert edel gehalten. Klasse. Sehr schön, toll. Vielen lieben Dank. Und die liebe Katrin hat uns auch tolle Boxen zugeschickt. Ich finde auch, wie schön unterschiedlich man die verzieren kann oder auch mal offen lassen kann. Ich sehe auch schon maritime Deko darin. Sehr, sehr schön. Oh, man freut sich einfach. Und die liebe Kerstin hat uns hier ganz, ganz tolle Batik-Shirts gestaltet. Also sehen klasse aus. Sind das Blumen wohl bei dem weißen Shirt? Sieht richtig so ein bisschen klasse aus. Also sehen aus wie im Laden gekauft. Richtig klasse geworden. Und natürlich auch schön mit unseren XL-Stickmotiven. Also ich muss persönlich sagen, ich bin ein absoluter Batik-Fan. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Macht ihr jetzt auch viel mit Textilgestaltung? Jetzt nochmal an Anlehnung beim letzten ein Bild. Falls ihr mal wieder Lust habt auf eine tolle Live-Show zum Thema Textildesign, könnt ihr das jetzt in den Kommentaren natürlich auch noch mal reinschreiben und dann gucken wir mal, ob wir da was zaubern können. Natürlich könnt ihr uns auch immer wieder Bilder an facebook@ideenmitherz.de schicken und dann freuen wir uns über eure tollen Bastelarbeiten, die wir hier gemeinsam uns angucken können und uns natürlich auch so ein bisschen austauschen können. Und dass ihr nicht nur das sieht, was wir hier machen, sondern wir auch, was ihr zu Hause gestaltet. Und dann in der Bastelfamilie, in dieser Bastel-Community, die wir Montag dann immer interaktiv haben, dann austauschen. So, wir haben jetzt die Kundenmuster uns angeguckt, also eure tollen Bastelideen. Wir haben das Gewinnspiel schon genannt. Das heißt, Haken und Haken. Das heißt, wir können jetzt eigentlich direkt loslegen mit dem Basteln. Es dreht sich natürlich heute alles um unsere tolle Premium-Glasfarbe. Und wir haben auch neue Farben. 5 neue Farben sind dazu gekommen. Ihr seht hier die Farbenvielfalt, die es jetzt bei uns im Shop gibt. 11 Farben insgesamt mit jeweils 90 Milliliter sind auf 3,97 Euro reduziert. Also eine Riesenflasche mit 90 Milliliter Farbe kriegt ihr für 3,97 Euro heute und morgen. Die Farben sind auf Wasserbasis und ohne Lösungsmittel. Und das Tolle ist, ihr könnt die auch in eure Gläser oder vielleicht auch andere Sachen einbrennen.
und habt die dann zum Beispiel spülfest. Das werden wir euch nämlich gleich alles erklären, was für Techniken es gibt, was für Möglichkeiten es gibt, mit der Glasmalfarbe zu arbeiten und natürlich auch, was für tolle Tipps wir euch mitgeben möchten, wenn ihr mit der Glasmalfarbe arbeitet. Falls ihr natürlich auch schon Ideen und Sachen dazu habt, schreibt uns das gerne nochmal in den Kommentaren. Pro Flasche ist heute die Farbe auf 3,97 reduziert und wir haben ja schon gesagt, wir werden gleich mit den Farben arbeiten. Ich zeige einmal schon schnell die Farbenrange, die bei uns im Shop zu erhalten ist. All die Farben könnt ihr benutzen. Und dadurch, dass wir so viele Farben haben, können wir natürlich auch Farbverläufe uns gestalten. Und wir brauchen natürlich ein paar Utensilien, mit denen wir die Farbe auftragen können. Natürlich mit Pinseln, aber auch mit unserem Tupfkissen, mit dem Softie-Kissen, was heute und morgen auch nochmal reduziert ist auf 2,48 Euro. Das bedeutet, das Tupfkissen mit einer Größe von 20 x 30 cm, das ist wirklich ein riesen Tupfkissen, was ihr euch zurechtschneiden könnt, gibt es heute und morgen mit 50% Rabatt. Damit können wir natürlich ganz viele, mit ganz vielen Farben arbeiten, mit der Glasmalfarbe, aber auch mit normalen Farben. Das hilft auch immer, mit dieser tollen weichen Oberfläche Farbverläufe zu schaffen oder auch so eine, ja, so eine Hammerschlagoptik, ne? Damit wird das auch immer schön gemacht. Genau. Man kann auch ganz toll damit satinieren. Das stimmt. Also ihr könnt euch dieses große Stück so zurechtschneiden, falls zum Beispiel auch mal dünnere Bereiche braucht, dann könnt ihr euch das ganz fein zuschneiden. Das heißt, das ist ein Utensil, was ihr eigentlich zu Hause immer braucht, ein Bastelmaterial, was der Bastler immer bei der, an der Seite haben muss. 50% Rabatt gibt es heute und morgen fürs Tupfkissen. Und dann geht es weiter mit der nächsten Aktion, denn wir haben heute unsere Mini-Vorratsgläser mit dem Bügelverschluss für euch reduziert. Davon kriegt ihr insgesamt 4 Stück in einem Set zu euch nach Hause. Die 4 Gläser sind auf 3,97 Euro reduziert. Ihr könnt natürlich Süßigkeiten da reinfüllen, Perlen, alle die basteln, vielleicht Kleinigkeiten, die ihr schön aufbewahren möchtet, Nadeln, Nüsse und vieles mehr. Pro Flasche habt ihr eine Füllmenge von 100 Milliliter und dann habt ihr diesen tollen Bügelverschluss, mit dem ihr das Ganze verschließen könnt. Und natürlich zeigen wir gleich euch natürlich noch ein paar weitere Ideen, was ihr mit den Gläsern machen könnt. So kann das Ganze aussehen, wenn ihr das mit der Glasmalfarbe anmalt. Das bedeutet, ihr könnt es natürlich auch als tolle Leuchtdeko zu Hause oder auch im Garten verwenden. Das war das Erste, was wir mit Glas heute für euch reduziert haben, passend zur Glasmalfarbe. Und dann gibt es natürlich nochmal unsere Teller, die reduziert sind. Und zwar unsere Glasschalen in Blattoptik. Da kriegt ihr 3 Stück in einem Set. Die sind auch heute und morgen 50% reduziert auf 7,48 Euro. Mit dieser tollen Optik. Damit können wir natürlich auch super arbeiten. Und wenn ihr das Ganze von außen anmalt, könnt ihr das sogar lebensmittelecht verwenden. Das heißt zum Beispiel Obst jetzt im Garten auf dem Tisch stellen, Kekse oder ich stelle gerne meinen Schmuck immer in den Teller rein. Der ist nämlich bei meinem Schminktisch. Das verwende ich super gerne. Aber da gibt es natürlich ganz viele weitere Möglichkeiten, wofür ihr die Teller noch verwenden könnt. Also die sind heute 50% reduziert. 7,48 Euro gibt es die 3 Teller im Set. Und wir widmen uns jetzt erstmal den Techniken und natürlich auch die Möglichkeiten, wie wir mit der Glasmalfarbe arbeiten können. Genau. Und du fängst ja jetzt an. Ich nehme mir das Handy jetzt gleich zur Hand und gucke, was ihr schon geschrieben habt. Du erzählst jetzt erstmal das Grundlegende. Wir hatten ja schon mal die Glasmalfarbe, aber wir haben natürlich noch mal ein paar neue Techniken uns ausgedacht und auch neue Sachen herausgefunden. Genau, und zwar halte ich jetzt hier das Glas schon ein bisschen komisch in der Hand, sage ich jetzt mal, weil ich darf jetzt an die Seitenfläche nicht mehr drankommen, weil das Wichtige ist, wenn ihr mit Glas arbeitet, dass ihr das erst fettfrei bearbeitet. Also entweder ihr nehmt einen Glasreiniger oder ihr könnt auch Essig verwenden, reibt einmal das Glas ab. Ist jetzt natürlich, wenn ihr jetzt ein altes Glas von euch habt, dann habt ihr es ja schon sauber gemacht, dann müsst ihr das nicht machen, aber bei neuen Gläsern ist immer so wie so eine Art Fettfilm noch drüber. Und wenn ihr das nicht macht, dann wird es einfach fleckig, die Farbe, und ihr bekommt nicht so einen tollen Farbauftrag. Und ich würde sagen, wir gucken uns das jetzt am besten von oben dann einmal wieder an. Ich arbeite immer ganz gerne in so einer Pouring-Wanne drin, weil dann ist es auch kein Problem, wenn ich mal so ein bisschen rumsaue. So, ich habe jetzt hier einmal mir die dunkelrote Farbe genommen und
kann jetzt das super schön auftragen. Ich persönlich verwende immer wie so eine Art Fächerpinsel. Ja. Und trage das damit auf. Ihr könnt aber auch jeden anderen Pinsel nehmen. Wichtig ist einfach nur, dass es ein sauberer Pinsel ist und der muss weich sein. Also jetzt mit einem Borstenpinsel würde das jetzt nicht gehen. So, und jetzt gehe ich hier in meine Farbe rein und ich nehme jetzt schon einen relativ satten Farbauftrag. Und wichtig ist jetzt, dass ihr nicht gerade arbeitet, sondern ruhig so ein bisschen flacher arbeitet. Und dann ziehe ich die Farbe einfach nur ab. Also ich lasse meine Farbe oben so ein bisschen dicker stehen und ziehe die dann nach unten ab. Und so bekommt ihr dann einen streifenfreien und läufefreien Auftrag hin. Und alles, was ihr jetzt hier noch so ein bisschen streifig seht, sobald das angeht, also sobald das trocknet, geht das dann noch weg. Also ihr könnt dann auch ruhig das nochmal so ein bisschen auskaschieren und könnt nochmal drüber gehen und dann am besten trocknen lassen. Wichtig ist auch, dass ihr nicht föhnt. Das ist ganz, ganz wichtig, weil würdet ihr jetzt das Ganze föhnen, dann würdet ihr den Trocknungsprozess praktisch unterbrechen und dann kann es sein, dass ihr Lasen und Läufe reinbekommt. Also das ist jetzt der Auftrag einmal mit dem Pinsel. So, jetzt gehe ich mal hier und gebe mir hier mal so ein bisschen was einfach nur mal auf, weil jetzt zeige ich euch nämlich die andere Technik. Und dazu habe ich mir jetzt nämlich von meinem Softie ein Stück abgeschnitten. Und ich finde das jetzt eigentlich ganz schön, weil ich habe jetzt hier keinen Untergrund, wo ich das jetzt erstmal aufgeben kann, sage ich jetzt mal. Deswegen habe ich das jetzt einfach mit dem Pinsel aufgetragen und verteile das jetzt. Das ist jetzt praktisch, wenn ihr wie so eine Art Hammerschlag satinierte Oberfläche habt. Damit wird natürlich der Farbauftrag auch sehr, sage ich jetzt mal, dezent. Wenn ihr jetzt aber sagt, okay, ich möchte das noch ein bisschen intensiver haben, dann könnt ihr ruhig noch mal ein bisschen mehr Farbe nehmen. So, ich gebe jetzt hier noch mal ein bisschen was dran und verteile das dann wieder. Und so könnt ihr das Ganze auch schichten. Also ihr könnt die Farbe auch sehr, sehr gut schichten. Also wenn ihr jetzt erstmal nur so einen sehr, sehr dünnen, feinen Farbauftrag habt, dann könnt ihr jederzeit noch mal hergehen und könnt noch eine zweite oder auch eine dritte Schicht noch mal drüber machen. Wichtig ist, dass ihr von der Trocknungszeit, ihr habt ungefähr so 2 bis 3 Stunden von der Trocknung. Und jetzt hier sieht man schon, dass die ganzen Pinselstriche, die ich vorhin noch hatte, sind jetzt komplett glatt gezogen. Also das sind jetzt 2 Möglichkeiten, wie ihr das auf Glas aufbringen könnt. Hier wird jetzt noch mal gefragt, was ist der Unterschied zur transparenten Tauchfarbe? Und die liebe Charlotte hat auch schon geschrieben, die Premium-Glasfarbe ist etwas dicker und man kann Farbverläufe damit gestalten. Genau. Genau, die Farbe ist nicht so flüssig wie bei der Tauchfarbe. Die wird ja, die läuft dann eher runter, damit ihr streifenfreie Objekte habt, die ihr dann getaucht habt. Wir können gleich, das zeigen wir auch, zum Beispiel unterschiedliche Bereiche abgrenzen und die dann auch anmalen. Das sieht dann aus wie Fenstermalerei, was auch sehr klasse aussieht. Und ihr könnt die Farbe auch einbrennen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Gläser habt, dann könnte man die einbrennen und das dann verwenden. Genau, also alles, was praktisch hitzebeständig ist, könnt ihr bei 110 bis 120 Grad für ca. 15 Minuten einbrennen. Dann könnt ihr es mit lauwarmem Wasser auch abspülen. Das funktioniert zum Beispiel auch mit der Tauchfarbe jetzt nicht für die Glastauchmalfarbe. Genau, richtig. Und was ihr natürlich auch machen könnt, wenn ihr jetzt sagen, ihr habt jetzt einen Gegenstand, den kann ich jetzt nicht einbrennen, dann lasst es einfach 14 Tage einfach bei Raumtemperatur stehen und dann wird die auch richtig schön hart, diese Farbe. Und dann könnt ihr die auch super abwaschen mit lauwarmem Wasser und dann passiert nichts. Und wie wir schon gesagt haben, ihr könnt einfach auch Farbverläufe hinbekommen und den Unterschied auch mit der Tauchfarbe übergieße ich oder tauche ich Gegenstände. Und hier ist die Farbe, das seht ihr jetzt auch gleich nochmal, viel gelartiger. Das heißt, die ist standfester, auch wenn ihr sie im Auftrag habt. Und die bleibt dann klar, kann es sein, wenn ich zu viel Farbe habe, dass sie leicht läuft. Da müsst ihr einfach gucken, dass ihr genau den richtigen Mengen an Farbe habt und dann habt ihr auch komplett streifenfrei das Ganze. Genau. Übrigens, das mit dem Aushärten steht auch noch mal auf der Flasche, wie lange die Trocknungszeit beträgt, also insgesamt 24 Stunden, nachdem wir das aufgetragen haben, trocknen lassen. Und falls ihr das aushärten möchtet, dann könnt ihr das bei 110 bis 120 Grad im Ofen backen. Ich gucke mal, 15 Minuten muss das gebacken werden oder, wie du schon gesagt hast, 14 Tage stehen lassen und dann habt ihr denselben Effekt. Aber falls ihr euch das nochmal durchlesen möchtet, steht das auf jeden Fall auch immer bei uns auf den Flaschen drauf, wie lang die Trocknungszeit ist bei sowas. So, jetzt übergebe ich wieder ab an dich, denn wir haben noch ein paar Techniken, die wir euch noch vorstellen möchten. Wir machen jetzt unterschiedliche Farbverläufe, so ist es. Genau, wir machen jetzt unterschiedliche Farbverläufe. Ich würde sagen, wir schauen am besten wieder einmal von oben. Und zwar habe ich jetzt hier meine Windradfolienscheibe. Die seht ihr jetzt gerade aktuell noch nicht so wirklich, aber die zeige ich euch gleich. Und ich habe mir hier jetzt die Farbe einfach mal umgefüllt. Das könnt ihr nämlich auch machen. Wenn ihr nämlich diese Technik machen wollt, indem ihr hier so Farbflächen euch gestalten möchtet, würde ich euch empfehlen, das umzufüllen. Da kommen wir aber gleich später nochmal mit dazu. Ich habe jetzt nur die umgefüllte Farbe schon da, deswegen arbeite ich jetzt hier mit.
Und ich gebe mir jetzt hier einmal relativ grob einfach mal Farbe hier oben auf. Und das mache ich hier unten natürlich auch nochmal mit meinem Lila. So, da ruhig ein bisschen gröber arbeiten. So, und jetzt nehmt ihr euch auch wieder einen Pinsel. Wichtig ist jetzt auch wieder nicht gerade arbeiten, sondern ruhig so ein bisschen schräger arbeiten. Mhm. Und jetzt verteile ich die Farbe und ziehe mir die jetzt über meine Windradfolie drüber. So, da brauche ich jetzt sogar noch ein bisschen mehr. Da war ich ein bisschen zu sparsam. Mhm. So. Du arbeitest, ich lese hier noch ein paar weitere Fragen. Sabine fragt, kann ich eure Leerflaschen, die ihr heute anbietet, auch für Pouring benutzen? Ja, wir haben aber zwei unterschiedliche Leerflaschen, die du jetzt verwendest, mhm, die könnt ihr zum Beispiel fürs Pouring benutzen. Genau, das ist überhaupt kein Problem. So, und jetzt, wenn ich das hier unten jetzt das Lila angefangen habe zu verteilen, mhm, da brauche ich auch noch ein bisschen was. Und ihr seht, ich gebe immer die Farbe an einer Stelle an. Und deswegen arbeite ich auch so gerne mit diesen Pouring-Unterlagen, mhm, weil da kann ich es dann auch einfach trocknen lassen und die Farbe im Nachgang auch wieder abziehen. Und ziehe mir das jetzt einmal hier so rüber. Das heißt, so, wir bauen zwei Flächen auf, die Farben, die wir uns ausgesucht haben. Und jetzt kommt eigentlich das Wichtige, wie wir die Farben verbinden können. Genau, und jetzt gehe ich einfach nochmal in der Mitte drüber und gehe so ein bisschen von dem Pink runter ins, mhm, Lilane. Und so kann ich mir dann halt hier meinen Verlauf in der Mitte arbeiten. Und jetzt nicht wundern, es sieht jetzt hier relativ streifig aus. Sobald das aber getrocknet ist, habe ich dann hier so einen richtig schönen Auftrag, weil sich die Farbe durch diese gelartige Textur natürlich auch nochmal glatter zieht. Also alles, was ihr jetzt hier noch, mhm, seht, wenn wir jetzt, sag ich jetzt mal, das so 10 Minuten stehen lassen und gucken dann nochmal drüber, dann ist das so richtig schön glatt gezogen. Ja. So, und jetzt schiebe ich das Ganze einmal nach hinten. Weil wir noch eine weitere Technik haben. Ich zeige hier nochmal, hier wurde gefragt, ob man die Pinsel mit dem Wasser, mit Wasser reinigen kann. Ja. Patricia macht es hier auch schon, also ohne Probleme im Wasser zu reinigen. Und ich gebe dir jetzt unsere Glasteller oder unsere, mhm, Glasschalen, die wir heute auch reduziert haben. Denn da werden wir jetzt auch einen Farbverlauf machen, aber auch mit einer anderen Technik. Genau, und zwar mache ich es hier auch wieder so, dass ich hier einmal meine Farbe aufgebe, wieder ruhig ein bisschen großzügiger. Ich nehme jetzt wieder die beiden selben Farben, damit wir hier auch nochmal die andere Technik sehen, mhm, und verteile das dann hier auch wieder. Können die ja gleich mal nebeneinander halten, dann sieht man nochmal die Unterschiede. Hier noch ein paar weitere Farben. Kann ich die Farben auch untereinander mischen? Hast du das schon, ja, ausgetestet? Das geht, mhm, auch. Also man kann sie nicht heller machen, das funktioniert leider nicht. Aber wir können sie natürlich untereinander mischen. Das sieht man jetzt hier auch ganz. Ich bin jetzt mal bewusst von rosa ins lila gegangen, dass ich, mhm, hier so eine richtig schöne Mischung aus den beiden Farben habe. Ja. Und so bekomme ich jetzt nämlich diese Hammerschlagoptik, mhm, und kann jetzt hergehen und kann sagen, okay, hier unten möchte ich jetzt nur mein Lila haben. Dann trage, ja, ich hier wieder ein bisschen was von meinem Lila auf. Oder hier taucht noch mal Lila auf, hier Pink, ne? Dann kann man so, genau, ein bisschen spielen. Und kann das dann so ein bisschen ineinander verziehen. Wir können die untereinander vermischen. Wir können sie halt nur nicht heller machen. Das geht leider nicht, weil wir keinen Weißton haben. Aber wir können sie natürlich super die Farben untereinander mischen. Also möchte ich jetzt einen anderen Grünton, ja, haben oder ein anderes, zum Beispiel Orange haben wir jetzt eigentlich gar nicht, mhm, könnte ich mir natürlich auch aus Rot und Gelb dann zusammenmischen. Und so sehen wir jetzt hier so peu à peu, kann ich, mhm, jetzt hier noch das Pink auftragen, mhm, weiter ein bisschen mehr und bekomme dann hier natürlich, kann ich mir natürlich auch so einen Hammerschlag Farbverlauf gestalten. Ihr könnt die Teller übrigens auch mit Tauchfarben oder aber auch mit der Mika-Farbe, mit dem Glasmedium anmischen und euch unterschiedliche Teller gestalten. Das ist natürlich auch möglich. Das ist eine Möglichkeit mit der Glasmalfarbe, aber ihr habt ganz viele Techniken und auch Materialien, mit denen ihr die Teller auch verziehen könnt, wobei ich die so auch schon sehr schön, genau, finde. Genau, und hier sehen wir jetzt, hier ist es natürlich durch das Getupfte natürlich sehr, mhm, sehr dezent, sage ich jetzt mal. Möchte ich das jetzt intensiver haben, einfach trocknen lassen und dann nochmal eine zweite Schicht einfach drüber geben. Und wenn ich jetzt hier, ich greife mal nochmal nach oben, mhm, so, und hier sehen wir jetzt mal den Unterschied. Ja. Das hier ist jetzt einmal hier, und hier sieht man jetzt, hier war es vorher noch richtig streifig. Ich mache mal so nochmal. Hier haben wir natürlich die Zwischenpartie, mhm, die so von beiden Farben so übergeht. Das, mhm, ist normal, dass das ein bisschen steifig ist, aber wir haben keinerlei Pinselstruktur mehr und das ist eben das Tolle. Und hier sehen wir jetzt nochmal einmal entweder mit dem Pinsel, dann ist es satter, intensiver, mhm, mit dem Farbauftrag oder eben mit dem Tupfschwämmchen. Dann habt ihr es natürlich ein bisschen dezenter, könnt, mhm, aber die Farbe auch bei beiden aufbauen. Also das ist überhaupt kein Problem. Ja. Wichtig ist nur die Trocknungszeit von 2 Stunden einzuhalten und dann könnt ihr die jederzeit
auch farbintensivieren. Ja, so. Wir haben zum Beispiel auch zwei Farbtöne genommen, die sich sehr nahe stehen. Ihr könnt natürlich auch zwei Farben nehmen, die komplett unterschiedlich sind. Da sieht man diesen Farbverlauf noch mal ein bisschen extremer. Wir haben jetzt noch mal ein paar weitere Möglichkeiten und auch so. Techniken, was wir machen können. Schiebe mal nach vorne und dann können wir uns das ein bisschen besser angucken. Ich reiche dir das mal und räume so ein bisschen für dich auf, während du so ein bisschen erklärst, was wir noch für Möglichkeiten haben. Dankeschön. Also hier haben wir einmal mit unserem Taubton das Ganze einmal koloriert. Hier haben wir auch zwei Schichten verwendet, dass das so ein richtig schöner, dunkler Ton ist und sind hier einmal mit unseren Premium-Transfers drüber gegangen. Auch das ist eine super tolle Möglichkeit, das weiter zu gestalten. Wir können aber auch natürlich Kerzengläser nochmal weitermachen und die dann noch weiter gestalten. Das ist natürlich auch eine tolle Möglichkeit. Dann wurde auch gefragt, ob wir das in der Spülmaschine verwenden können. Falls ihr mit den Glasschalen arbeiten möchtet und das in die Spülmaschine tun möchtet, könnt ihr das Glasmalmedium benutzen. Das könnt ihr zum Beispiel mit Mika anmischen. Das hat auch so einen schönen transluzenten Ton und das könnt ihr in die Spülmaschine tun. Ja, also hier die Glasmalfarbe bitte nicht in die Spülmaschine. Mhm. Die könnt ihr mit lauwarmem Wasser oder auch warmem Wasser könnt ihr das natürlich super reinigen, wenn es trocken ist und dann passiert da auch überhaupt nichts. Hier haben wir zum Beispiel, was ich auch super toll finde, wir haben so Spiegelmosaik jetzt auch im Shop und das ist ja nur in Gold und in Silber erhältlich. Mhm. Aber wir können uns das super einfärben, natürlich auch mit unserer Glasmalfarbe. Also das sieht auch richtig toll aus. Haben wir noch nicht gezeigt. Genau. Aber natürlich auch wunderschöne Leuchten sich gestalten. Und da kann ich euch auch gleich noch mal was zeigen dazu, weil wie ich euch jetzt gerade das Ganze gezeigt habe mit der Windradfolie, mit der Scheibe, könnt ihr euch natürlich auch, wenn ihr so einen A4-Bogen habt, Windradfolie, könnt ihr das natürlich genauso machen und dann zum Beispiel eure Leuchtmittel hier reingeben und einfach drumherum arbeiten und dann habt ihr so eine richtig schöne Zylinderleuchte und da könnten dann zum Beispiel auch nochmal Stanzornamente drauf gearbeitet werden. Also auch das ist natürlich eine super schöne Möglichkeit, sich da tolle Leuchten zu gestalten. Also da könnt ihr ruhig spielen miteinander, das sieht richtig, richtig klasse aus. Ihr habt natürlich aber auch die Möglichkeit, natürlich auch Flaschen mit Relief zu bearbeiten. Also hier haben wir so ein richtig schönes Relief in der Flasche mit reingearbeitet. Also das ist eine Möglichkeit, das weiter zu gestalten. Und dann habe ich noch einen besonderen Tipp für euch. Und zwar könnt ihr natürlich auch so richtig schöne Dekoflaschen euch gestalten mit so einem wunderschönen, wie so eine Art Tiffany-Glas sieht das dann aus. Oh, klasse. Und wie ihr das Ergebnis dann später hinbekommt, zeigen wir euch später. Das stimmt, das zeigen wir euch gleich nochmal. Da kommen nochmal interessante Bastelideen. Hier wurde nochmal gefragt, muss man zweimal streichen? Es kommt darauf an, wie intensiv ihr die Farbe haben möchtet. Genau. Wenn ihr zum Beispiel einmal aufstreicht, ist es natürlich ein bisschen transparenter. Sobald ihr zweimal oder mehrfach die Farbe aufträgt, wird natürlich die Farbe immer intensiver auf den Gläsern. Genau, also hier sieht man es jetzt zum Beispiel, das hier ist jetzt, das Gelb haben wir jetzt nur einen Auftrag und bei dem Dunklen haben wir jetzt natürlich nur einen Auftrag genommen. Klar, sind zwar unterschiedliche Farben, aber man sieht da jetzt schon, dass man bei einem Farbauftrag habe ich halt noch, wenn ich meine Hand dahinter halte, seht ihr die noch. Wenn ich jetzt hier meine Hand dahinter halte, da seht ihr meine Hand gar nicht mehr. Also es wird dann schon blickdichter. Deswegen könnt ihr da natürlich spielen. Ihr müsst keine zwei Farbaufträge machen. Ihr könnt es machen, wenn ihr sagt, ich möchte es einfach ein bisschen blickdichter haben, dann macht zwei Farbaufträge. Ja. Wenn ihr sagt, nö, ich möchte transluzenter haben, dann einfach nur einen. Also ihr habt die Möglichkeit und könnt frei entscheiden. Ich habe in den Kommentaren gerade auch gelesen, die Farbe lädt ein zum Experimentieren und es ist wirklich so. Man hat sehr, sehr viele Möglichkeiten, damit zu arbeiten, zu gestalten. Zu weiteren Ideen kommen wir jetzt auch gleich. Wir gucken uns jetzt einmal unsere Leerflaschen an. Wir haben jetzt ein bisschen schon darüber gesprochen. Wir haben heute zwei unterschiedliche Leerflaschen im Angebot und die ersten schauen wir uns an. Das sind nämlich unsere Leerflaschen mit den Metallfeindüsen, die ihr heute und morgen reduziert bekommt. Ihr kriegt insgesamt 10 Flaschen in einem Set für 4,48 Euro. Das bedeutet, die sind heute 50% reduziert. Die Leerflaschen fassen insgesamt, also pro Flasche 30 Milliliter. Und ich komme jetzt mal einen Schritt nach vorne, damit wir sehen können. Na, warte ich noch mal einen Moment auf die Kamera. Wie fein diese Düse eigentlich ist, mit der wir arbeiten können. Das ist nämlich eine Metalldüse und ihr könnt nicht nur
die Farbe in diese Flaschen füllen, sondern zum Beispiel auch Flüssigkleber. Wenn man mit Quilling zum Beispiel arbeitet, also Quilling gestaltet, dann könnt ihr diese Flaschen benutzen. Wir haben unseren feinen Dekosand, den könnt ihr auch in die Flaschen füllen und damit auch arbeiten. Und später haben wir nochmal unsere Perlenpens, die haben wir auch in diese Flaschen eingefüllt, denn das Tolle ist wirklich, dass wir sehr, sehr detailreich durch diese Feindüsen arbeiten können. Wie das Ganze funktioniert, werden wir euch zeigen. Also ihr habt insgesamt 10 Leerflaschen in einem Set für 4,48 Euro. Wir haben außerdem heute reduziert unsere Windradfolienscheiben. Davon gibt es nämlich insgesamt 20 Stück. Vielen Dank, Patricia, dass du mir im Hintergrund so schön assistierst. Das seht ihr jetzt gar nicht. 20 von den Windradfolienscheiben gibt es heute für 4,48 Euro. Also hier auch nochmal 50% Rabatt. Das Tolle ist, die haben einen Durchmesser von 40 cm, haben eine Öse zum Aufhängen und beachtet bitte, dass auf der einen Seite eine Schutzfolie ist. Also falls ihr mit denen arbeitet, dann müsst ihr auf jeden Fall die Folie abmachen. Ich würde jetzt nochmal die Kamerafrau bitten, nochmal zu mir zu kommen und das Bild nochmal scharf zu stellen, damit wir uns die Windradfolienscheiben angucken können. So 20 Stück gibt es insgesamt von denen. Und das Tolle hier ist, ihr habt einen Durchmesser von 14 cm und wir zeigen euch gleich, wie ihr so tolle Bilder gestalten könnt zum Aufhängen. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr das ins Fenster hängt und das Licht durchbricht, das sieht wunderschön aus, dadurch, dass die Farbe auch so transparent ist. Und damit wir das gestalten können, brauchen wir etwas ganz Besonderes, und zwar unsere Stanzschablonen. Die haben wir heute und morgen auch nochmal für euch reduziert. 4,98 Euro kosten die Stanzschablonen. Ihr habt zwei unterschiedliche Sets, die wir euch ausgesucht haben. Einmal hier dieses hier, was ihr seht, und da habt ihr insgesamt 5 Stanzschablonen in einem Set, sogar mit den Eckornamenten, die dabei sind. Und dann nochmal das zweite. Das sehen wir hier nochmal. Und das Tolle ist, sie haben einen Durchmesser von ja, so ungefähr 13,9 cm. Und die Windradfolienscheibe, die wir gesehen haben, hat einen Durchmesser von 14 cm. Was bedeutet, wir können die super miteinander kombinieren und so tolle Aufhängungen uns gestalten. Wie das Ganze funktioniert, da gucken wir einmal rüber zu Patricia. Denn wir müssen erstmal die Farbe aus diesen großen 90 Milliliter Flaschen in unsere Leerflaschen umfüllen. Genau, und jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum hält die jetzt die Spritze in der Hand? Ne? Nein, aber das ist wirklich ein absoluter Gamechanger, wenn ihr die Farbe umfüllen wollt, weil wir haben hier einen relativ großen Ausguss und wenn ihr da in diese kleine Öffnung ziehen wollt, das geht schief. Ja. Deswegen sichert euch da auf alle Fälle diese Einmalspritzen, die ihr natürlich nicht nur einmal verwenden könnt. Außer natürlich, ihr verwendet sie für Epoxy, dann könnt ihr sie nur einmal verwenden, aber ansonsten könnt ihr die super mit Wasser wieder ausspülen und dann immer wieder verwenden. Mhm. Ich habe das jetzt schon umgefüllt und werde euch jetzt gleich zeigen, wie wir das damit kombinieren. Und dann würde ich sagen, switchen wir einmal wieder nach oben. Wir gucken auch, warum es so gerade so wichtig war, dass wir zwei Leerflaschen heute reduziert haben. Denn wir haben ganz filigrane Bereiche, die wir auch mit der Glasmalfarbe füllen. Genau, weil wir sehen es hier schon seitlich. Das sind ganz, ganz schmale Elemente. Und da komme ich ja sonst einfach nicht rein. Weil wenn ich jetzt hier meine Farbe mal nehme, das kann ich so gar nicht arbeiten. Und auch hier, wenn ich mit der großen Öffnung da reintreffen möchte, das funktioniert nicht. Wichtig ist, ihr braucht natürlich eine Stanzmaschine zu Hause. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ihr kurbelt euch das am besten aus. Ich würde euch empfehlen, dieses Glossy-Papier in schwarz zu nehmen. Dann habt ihr einen richtig schönen Hintergrund. Und euch die selbstklebende Folie dazu auszustatten. Dann müsst ihr nicht mit dem Wabenabroller arbeiten. Das gibt es alles gleich in den Empfehlungen. Zeige ich euch nämlich noch. Ich habe euch ja vorhin einmal hier raus die Leuchte gemacht. Ihr könnt euch natürlich auch die Windradfolienscheibe im Vorfeld, wie ich es euch gerade vorhin einmal gezeigt habe, einmal vorher grundieren und dann einfach eure Windradfolienscheibe da einmal drauf geben. Das finde ich hat schon super Effekt. Wenn wir aber so diesen richtigen, sag ich jetzt mal, Tiffany oder Kirchenglas Charakter haben wollen, nehmen wir uns jetzt hier einmal unsere Fläschchen. Die haben auch hier immer so einen Verschluss, den auch immer wieder dran machen. Solltet ihr die Farbe mal länger nicht verwenden, einfach hier oben mit der Nadel reinpieken, dann könnt ihr die wieder super dosieren. Und jetzt kann ich nämlich hergehen und kann hier nämlich mit leichtem Druck meine Farbe auftragen und habe jetzt hier natürlich auch das richtig schön dosiert, ohne
dass ich jetzt meine Farbe, sage ich jetzt mal, ins nächste Feld reingeht. Und so kann ich jetzt arbeiten. Und wenn ihr jetzt hier merkt, ich habe hier so ein paar Luftblasen, das ist überhaupt kein Problem. Die nehme ich im Nachgang mit einem Zahnstocher, kann ich die super easy nochmal wegmachen. Und hier sehen wir jetzt schon, hier haben wir so ganz, ganz kleine Felder. Und die kann ich jetzt natürlich auch super schön einmal hier wegmachen, sage ich jetzt mal. Und kann jetzt hier nämlich arbeiten in den Farben, die ich haben möchte. Und natürlich auch hier ist es so, umso weniger Farbe ich nehme, umso transparenter wird das Ganze. Ich kann hier nämlich auch so ein bisschen schön die Farbe aufbauen. Und dann habe ich nämlich hier auch die Möglichkeit, das so ein bisschen bubbeliger, sage ich jetzt mal, aufzutragen, dass die Farbe so einen leichten Hubbel macht. Dadurch, dass die Farbe so eine leichte Geltextur hat, läuft die mir jetzt natürlich auch nicht ins andere Feld, obwohl ich das nur so dünnes Papier ist. Genau, obwohl ich ein dünnes Papier habe und kann hier so einen richtig schönen kleinen Hubbel oben machen, ohne dass, sage ich jetzt mal, das Ganze mir in das nächste Feld läuft. Die nächste Frage kommt schon. Und zwar wurde gefragt, kann man auch mit den Silikontrichtern die Farbe umfüllen? Also da muss ich tatsächlich wirklich sagen, habe ich noch nicht probiert. Könnte ich mir aber auch vorstellen, dass das funktioniert. Ich würde aber halt, wie gesagt, weil das habe ich selber schon versucht, da kann ich euch wirklich an die Hand geben, dass es 1:1 funktioniert, eben mit den Spritzen, genau. Ich habe das auch mit den Spritzen diese Woche gemacht und muss sagen, es war sehr einfach, das damit zu machen. Also das geht wirklich easy. Das ist wirklich ein super Helfer. Und das Tolle ist eben, dass wir die natürlich auch immer wieder sauber machen können. Das heißt einfach in Glas oder in ein kleines Schälchen Wasser rein, einmal aufspritzen und dann immer wieder rausmachen. Und alles, was wir jetzt hier noch an diesen Blasen sehen, die kann ich jetzt natürlich auch noch, entweder ich steche sie damit auf. Oder mit der Nadel. Oder halt einfach mit einer Nadel, die dann einfach nochmal aufstechen. Und so arbeitet ihr euch einfach weiter. Und zum Schluss bekommt ihr dann natürlich so einen tollen Effekt. So, ich schiebe das mal kurz auf die Seite, dann kann ich es euch nämlich hinlegen. Dann seht ihr es nämlich ohne meine Hand im Hintergrund. Und könnt da wirklich spielen, welche Farben ihr wollt. Und hier seht ihr zum Beispiel auch so einen leichten Orangeton. Der ist zum Beispiel auch angemischt. Das ist jetzt zum Beispiel gelb mit ein bisschen Rot mit rein. Also da könnt ihr auch super schön euch die Farben anmischen. Wir haben natürlich zwei Standschablonen. Genau. Und wir haben natürlich euch beide natürlich gemacht, damit ihr das natürlich seht. Das ist sehr schön vorbereitet, Silvana. Ich durfte diese Woche ganz viel mitbasteln, weil Patricia war im Urlaub, ganz frech. Genau, ich war ganz frech im Urlaub, deswegen musste Silvana mehr machen. Ja, aber es macht einfach so viel Spaß. Also immer wieder, wenn man anfängt zu basteln, ist das wirklich herrlich. So, und hier besonders, wenn man mehr Zeit dafür hat. Sieht man jetzt nämlich auch nochmal, das Blau ist hier nämlich ganz zart aufgetragen und hier ein bisschen intensiver. Ja. Also auch da könnt ihr ruhig ein bisschen mit in der Intensität spielen. Also das sieht so klasse aus, aber wir haben natürlich noch mehr für euch vorbereitet. Ihr könnt mit den Standschablonen natürlich ganz anders weiterarbeiten. Das ist auch möglich. Genau, einfach mal ein Element raus trennen. Und dann nochmal mit Transparentpapier das Ganze hinterlegen. Ich gebe mal meine Hand dahinter, dann seht ihr das hier nochmal so ein bisschen. Und ich setze noch was in die Mitte. Genau, du setzt noch was in die Mitte. Das ist jetzt zum Beispiel auch ein Sticker. Also auch wenn ihr Sticker noch zu Hause habt, könnt ihr natürlich das auch noch weiterarbeiten mit der Glasmalfarbe. Oder wir arbeiten mal in Ebenen. Also hier, ich zeige euch das mal, ist zweimal das Ganze ausgestanzt. Und wir haben dieses Mal, was hier in der Mitte fehlt. Das ist einmal hier das Mittelteil. Das würde hier praktisch noch dazwischen kommen. Haben wir hier nochmal ausgeschnitten und haben das aufgesetzt. Also auch hier könnt ihr mit den Höhen verschieden spielen. Wir können aber auch das Ganze mal mit Transparentpapier auskurbeln und dann haben wir Windradfolie dahinter gepackt. Auch das eine super schöne Möglichkeit. Und hier außen, dass wir das noch so ein bisschen koloriert haben, sind wir zum Beispiel mit einem Stempelkissen dran gegangen, sind ganz leicht nochmal drüber gegangen. Ich finde, um bei dem nächsten Muster sieht man, wenn man ein anderes Papier verwendet, das finde ich so toll bei Standschablonen, hat man einen ganz anderen Effekt. Ja, also hier haben wir nochmal so einen Mintton verwendet und auch so ein bisschen mit Struktur. Also ihr könnt da wirklich spielen mit den verschiedensten Papieren und Strukturen auch. Und hier ist es auch ganz besonders gearbeitet, weil wir haben hier die Standschablone genommen, haben in die Karte reingestanzt und haben dann das Motiv nach innen gesetzt. Also hier sitzt nochmal eine Karte oben drauf, einfach um das nochmal ein bisschen erhöhen zu können. Und dann haben wir so eine Tiefenwirkung nach innen. Und hier einfach nochmal ein Einzelelement ausgestattet, auch schön mit unserem Duo-Design-Papier nochmal in Kombination. Dann gibt es natürlich weitere Ideen, was wir mit den Windradfolienscheiben machen können. Ihr könnt natürlich ganz viele Standschablonen verwenden und darauf arbeiten oder auch vielleicht manche Kartenaufleger zurechtschneiden und euch das da einbauen.
Oder aber auch ganz andere Möglichkeiten selber gestalten. Da kommen wir auch gleich nochmal zu, wie ihr das Ganze machen könnt. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Genau, da kommen wir gleich zu, wie das genau funktioniert. Und da könnt ihr natürlich auch entweder die Flaschen verwenden oder die Flaschen, die gleich noch kommen. Da könnt ihr natürlich größere Flächen noch mit ausfüllen. Oder wir machen das Ganze mal hier so, dass wir eine Farbe verwendet haben und dann hier mal wie so eine Art Mut noch meine Hintergrund, das 3D noch mal mit aufgegriffen. Also auch das eine super schöne Möglichkeit. Sticker. Genau, hier haben wir noch mal die Sticker. Die können wir natürlich auch noch mal auskolorieren und auch da noch mal das Ganze mal gespiegelt gearbeitet. Also auch hier könnt ihr das natürlich auch spiegelt arbeiten. Und es ich reiche dir Problem. Das nächste Muster. Und mir wurde hier in den Kommentaren verraten, dass ein Feld nicht angemalt worden ist und ich soll erraten, welches das ist. Das schaffe ich natürlich. Patrizia erklärt euch. Okay, ich erkläre mal jetzt weiter. Komplett abgelenkt. Okay, du bist abgelenkt. Ich erkläre mal weiter. Hier ich sehen wir im Hintergrund nämlich genauso. Das ging ja schnell. Ich hab's hier. Da ist der Übeltäter. Aber seht ihr, ihr könnt es sogar teilweise transparent lassen. Das hat auch eine schöne Wirkung. Es war ein Test, ob ihr auch wirklich darauf achtet, ob alles angemalt wurde. So, und hier auch nochmal dieselbe Technik, wie ich euch am Anfang gezeigt habe mit der Windradfolienscheibe. Könnt ihr natürlich auch auf Windradfolie arbeiten, in den Hintergrund geben. Mhm. Und wenn ihr das Ganze kleiner macht, könnt ihr natürlich auch natürlich unsere Stanzschablonen reinarbeiten. Also einfach den kleineren Ring verwenden und auch das wieder in der Kombi. Und ihr habt einen Ring. Richtig schönes Fensterbild, Wandbild. Patrizia, ich habe eine Frage. Hattest du eigentlich gezeigt, wie wir bei den Gläsern den Deckel abmachen kann? Ich fand das nämlich einen super Tipp, den hat mir Patrizia vor der Sendung gezeigt, weil man den Verschluss abnehmen kann, ohne den kaputt zu machen und daraus eine Vase oder so eine Mini-Flasche gestalten kann. Genau, ich habe es nämlich vergessen. Mir fiel es vorhin wieder ein. Ja, ich finde das super, die Idee. Wir machen die natürlich erstmal auf. Das hat so einen Schnappverschluss. Also die Flaschen sind natürlich auch wasserfest. Also auch da, die hat hier so einen dicken Gummi nochmal mit drin. Also auch da wirklich überhaupt kein Problem. So, was wir jetzt machen müssen, ist, dass wir jetzt erstmal die Lasche hier hinten so ein bisschen nach hinten schieben, wenn es denn jetzt funktioniert. So. So, und jetzt drücken wir die einfach hier zusammen, hebeln die erste Seite raus, jetzt die zweite Seite. Jetzt haben wir den Deckel schon mal weg. So, jetzt nehme ich mal die Lichterkette raus. Und jetzt ziehen wir einfach nur die Lasche hier einmal ab und schon öffnet sich hier einmal mein Verschluss und ich habe jetzt hier meine Vase, sage ich jetzt mal ohne Verschluss, kann die natürlich super schön weitergestalten, kann das natürlich jederzeit auch wieder dran machen und zusammenbauen. Also auch da, wenn ihr die vollflächig anmalen wollt, baut sie auseinander, ihr habt nichts irgendwie, was euch stört und könnt sie im Nachgang wieder zusammensetzen, aber natürlich auch dann so wunderschöne kleine Vasen euch gestalten. Das fand ich nochmal ein ganz toller Tipp. Hier sehen wir auch nochmal, dass ihr nicht nur mit transparenten Farben arbeiten müsst, sondern auch die Volldecken anmalen können und zum Beispiel mit Diamond Painting Stein. Ich könnte mir hier jetzt auch noch mal ein Motiv oder ein Diamond Painting Sticker drauf gestalten. Ja. Das könnt ihr natürlich auch machen. Das ist auch möglich. Ich verrate euch gleich, oder Patrizia und ich verraten euch gleich, was wir mit unseren Vorlagebogen vorhaben, wie wir so einen Effekt mit den Perlenpens schaffen und noch vieles mehr. Hält es gerade auf den Kopf. So. Danke. Ich dachte gerade, irgendwie stimmt da was nicht. Ja, so werden wir uns das gleich angucken. Bevor wir das jetzt machen, kommen wir jetzt zu unseren zweiten Leerflaschen. Wir hatten jetzt einmal die mit den Feindüsen. Das ist, wenn ihr sehr feine, filigrane Bereiche habt, vor allem wenn ihr mit Stanzschablonen und mit der Glasmalfarbe arbeiten möchtet, empfehlen wir euch, die zu benutzen. Wenn ihr aber sagt, ich habe auch mal größere Flächen, dann könnt ihr jetzt die anderen Leerflaschen benutzen, die wir uns jetzt einmal anschauen. Denn von denen gibt es heute auch ein tolles Angebot. Insgesamt 10 Stück in einem Set. Und die fassen 90 Milliliter. Die haben natürlich jetzt eine etwas breitere Dosierspitze, mit der wir arbeiten. So sieht das Ganze aus. Und so wie ihr es schon erwähnt habt, wir können die fürs Pouring verwenden. Wir können die auch fürs Batiken, wie wir heute gesehen haben, verwenden. Das bedeutet, wenn ihr euch unsere Batik-Videos auf YouTube oder bei uns im Shop anguckt, werden diese Flaschen auch nochmal benutzt, was super ist. Und zu den Flaschen gibt es nochmal 10 Etiketten, mit denen ihr die Flaschen beschriften könnt.
Weil wenn man die für so viele unterschiedliche Farben verwendet, weiß man irgendwann vielleicht nicht mehr, welches Medium da drin ist. Deswegen das nochmal dazu. Die gesamten Flaschen, also insgesamt 10 Stück, gibt es heute für 3,97 Euro, die ihr heute nicht nur für die Glasmalfarbe verwenden könnt, sondern auch in ganz vielen anderen Bereichen, wenn ihr mit Farben arbeiten möchtet. Dann haben wir gesagt, wir werden was ganz Besonderes mit den Perlenpens gestalten. Wir wurden richtig kreativ und haben die Perlenpens umgefüllt. Was wir damit gestaltet haben, seht ihr gleich. Unsere Perlenpens gibt es heute für 3,98 Euro. Jeweils die Verpackung, wo ihr 4 Perlenpens habt mit 25 Milliliter, sind reduziert. 2 Sortierungen gibt es da. Wir haben uns die 2 edlen Sortierungen ausgesucht, weil wir gesagt haben, die passen besonders gut zur Glasmalfarbe. 4 Stück in einem Set mit 25 Milliliter, mit denen ihr natürlich auch Perlen gestalten könnt, aber vieles mehr. Wir haben eben verraten, wir können damit die Farbe auch aufspachteln und richtig schön auf unseren Bildern wirken lassen. Aber jetzt machen wir was richtig Schönes. Ich glaube, das ist meine Lieblingsbastelidee heute. Dafür brauchen wir unsere Windradfolienscheibe, die wir im Angebot haben, und noch was Besonderes, und zwar... Genau, also ihr könnt jetzt wählen, wie ich es euch jetzt einmal zeige, eine Schablone verwenden, aber ihr könnt natürlich auch einen Vorlagebogen verwenden. Also das ist auch überhaupt kein Problem. Also da könnt ihr mal gucken, was euch da am besten gefällt. Und ja, was ihr hier jetzt zum Beispiel auch seht, ist ein kleines Sneak Peek, zum Beispiel auf Mittwoch. Da haben wir da den Vorlagebogen nämlich auch in einem ganz tollen Set mit dabei. Ja, das Ding ist nämlich, die sind eigentlich für Diamond Painting Steine. Ja. Wir haben damit aber was ganz Kreatives gemacht. Wir haben einfach die Glasmalfarbe damit in Kombination miteinander verbunden, und was wir damit gemacht haben, das zeigen wir euch. Du fängst jetzt erstmal mit der Idee an, mit der Schablone, mit der wir jetzt arbeiten können. Genau, und zwar habe ich da einen Perlenpen genommen, und da mir die Düse von dem Perlenpen ein bisschen zu dick ist, habe ich das Ganze hier oben gefüllt, auch wieder hier in unsere Leerflasche. Ja. Und ich sage, wir switchen wieder nach oben, und dann können wir uns das angucken. Ihr seht jetzt hier natürlich noch nicht viel, aber ich habe jetzt hier einmal meine Schablone. Die lege ich nach unten und lege dann meine Windradfolienscheibe oben drüber. Und jetzt ist es wichtig, dass, wenn wir jetzt damit arbeiten, dass wir nicht gerade arbeiten, sondern so leicht schräg. Und dann kann ich hier, wenn ich so leicht schräg arbeite, so, jetzt muss ich natürlich auch nochmal die Farbe noch ein bisschen vorschütteln, so, dann kann ich nämlich hier entlang gehen und habe so eine richtig schöne, feine Linie, die ich hier nachzeichnen kann. Und das muss auch gar keine wahnsinnig dicke Linie sein. Das ist das Tolle an der Glasmalfarbe. Das haben wir auch schon beim Papier gesehen. Das Papier hat gar nicht so eine hohe Grammatur. Genau. Oder ist auch gar nicht so dick. Man könnte natürlich auch Moosgummi verwenden, dann hat man nochmal so eine Höhe. Das brauchen wir alles gar nicht. Nee, das braucht ihr alles überhaupt nicht. Es reicht wirklich so eine dünne, feine Linie. Und so arbeitet ihr euch praktisch die komplette Schablone einmal nach. Habe ich euch das ja einmal gezeigt. Ich wollte jetzt nicht zu viel machen, weil ihr wollt natürlich auch ein Ergebnis sehen. Deswegen schiebe ich das Ganze jetzt wieder nach oben und zeige euch das Ganze, wie das nämlich fertig aussieht. Und zwar seht ihr hier jetzt schon mal so richtig schöne, feine Linien. Und wenn wir jetzt hier so einen etwas größeren Bereich haben, um den auszukolorieren, dann nehme ich natürlich einmal meine anderen Leerflaschen, weil da kriege ich natürlich viel, viel mehr Farbe raus, wie jetzt hier durch diese feine Düse. Weil ich zeige euch das mal, wenn ich die hier aufdrehe. So. Sehen wir jetzt hier schon einmal den Unterschied. Also hier habe ich eine richtig schöne, dicke Düse, wo ich auch ein bisschen mehr Farbe rausbekomme. Und alles, was ich filigran machen möchte, nehme ich dann natürlich die andere, die feine Düse. So, und jetzt kann ich hier einmal hergehen und kann jetzt hier einfach das Ganze hier einmal wieder meinen Farbauftrag machen. Und das Tolle ist, dadurch, dass die Farbe so leichte, gelartige Textur hat, kann ich das Ganze natürlich super easy hier auftragen. Ja. Ohne dass mir die Farbe wirklich verläuft. Und ich habe jetzt hier tatsächlich wirklich bewusst mal ein bisschen mehr Farbe reingearbeitet. Ihr könnt dann auch immer noch mal ein bisschen hergehen und könnt da so ein bisschen noch weiter verteilen. Und arbeitet so praktisch euer komplettes Motiv einmal aus und nach. Kam schon die Idee, dass man auch mit Diamond Painting Steinen das Ganze kombinieren kann. Das ist natürlich auch eine super schöne Möglichkeit. So, und jetzt habe ich natürlich gesagt, ich möchte das Ganze jetzt noch mal
mit dem normalen Perlenpen noch weiterarbeiten. Und hier sehen wir jetzt schon mal, hier habe ich eine viel, viel größere Düse nochmal. Mhm. Und da kann ich jetzt zum Beispiel auch noch hergehen und kann jetzt hier nochmal so ein paar wirklich schöne Perlen arbeiten und kann die natürlich auch in verschiedenen Größen nochmal arbeiten und gehe hier einfach nochmal dran und mach so kleinere, größere, kann jetzt aber auch noch mal hergehen und könnte jetzt so einen richtig schönen Kringel noch mal hier dran arbeiten. Auch das ist eine super schöne Möglichkeit, wenn ihr freihand arbeiten wollt. Dann nehmt einfach die Düse, möchtet ihr es ein bisschen feiner haben, dann könnt ihr natürlich anderweitig weiterarbeiten. Ich habe aber noch mehr Ideen für euch vorbereitet. Und zwar, wenn jetzt so, ich schiebe mal noch mal jetzt so ein bisschen nach vorne. Jetzt kommen die gesamten Ideen, die ihr mit vorne, den Perlenpen beziehungsweise legt das mal kurz auf die Seite, nicht, dass ich gleich reinpatsche. So, das hier ist jetzt ein klassischer Duo-Design-Block, den wir ja schon kennen. Und der ist ja so schon total schön. Aber auch hier können wir jetzt einfach aus der Düse weiterarbeiten und können jetzt sagen, okay, ich arbeite jetzt hier einfach nochmal so ein Schnörkel weiter oder lass noch ein paar Punkte nochmal mit dazu. Also so richtig schöne kleine Perlen, die ich da noch weiterarbeite. Also ihr könnt hier wirklich spielen und könnt euer Motiv nochmal weiterarbeiten und weitergestalten. Ihr könnt auch auf Textilien damit gehen. Das ist auch überhaupt kein Problem. Mhm. Wichtig ist nur, wenn ihr auf Textilien geht, ihr könnt es im Nachgang nicht mehr waschen. Wurde eben auch schon gefragt und auch beantwortet. Okay, das ist natürlich auch eine super schöne Möglichkeit. Ja. Und jetzt kommen wir natürlich auch noch zu unserem Vorlagebogen, weil auch damit könnt ihr super schön weitergestalten. So, und natürlich hast du mir was vorbereitet. Ja. So sehen wir das Ganze hier einmal. Und da können wir jetzt natürlich auch mit den Schriften arbeiten und das Ganze noch weiterarbeiten. Mhm. Bei den Schriften gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Wir können entweder eine ganz, ganz dünne Schrift gestalten mit der feinen Düse, wie wir es vorhin gerade gemacht haben. Ja. Also ich mache jetzt mal das alles. Das muss ich natürlich. Ich hab ihn falsch rum hingestellt. Da muss man natürlich immer ein bisschen schütteln. Genau. Und jetzt natürlich anders, falsch rum. So. Und hier kann ich jetzt natürlich hergehen. Hm, ist die Farbe vorne? Patricia arbeitet einmal die Schrift nach. Also wir fassen nochmal zusammen. Wir können mit den Perlenpens natürlich tolle Perlen gestalten. Hast du das eben auch gezeigt? Das ist immer ganz interessant, das nochmal zu sehen, weil viele das nicht sehen. Okay, gut, super, weil ich habe nämlich eben schon was vorbereitet für unseren Neuartikel, auf den ihr euch echt freuen könnt. Es ist etwas Leuchtendes, was richtig klasse aussieht. Dazu gleich mehr. Aber mit dem Perlenpen sehen wir, können wir die natürlich die Farbe umfüllen in unsere Leerflaschen, entweder in die ganz feine oder die etwas breitere. Und dann können wir Schriften von unseren Vorlagebogen nachmalen oder alle Motive, die wir hier sehen, da können wir die Kontur nachmalen. Und dann mit der Glasmalfarbe eingehen und unterschiedliche Bereiche kolorieren. Genau, hier habe ich euch jetzt das Ganze mal gezeigt. Ihr könnt das mit der ganz feinen Düse machen. Ihr könnt aber auch die etwas größere Düse verwenden. Und dann wird das Ganze ein bisschen dicker. Aber es ist immer noch mega standfest. Und so könnt ihr natürlich mit beiden spielen. Mhm. Und könnt hier natürlich auch, sage ich jetzt mal, eure eigene Schrift nochmal in der Kombi. So, ich ziehe jetzt mal das Blatt unten drunter weg. Dann seht ihr das noch. Also möchtet ihr es ein bisschen dicker gestalten, dann könnt ihr die zum Beispiel verwenden. Ihr könnt aber auch natürlich, wenn ihr jetzt schön frei Hand schreiben könnt, könnt ihr natürlich auch direkt aus den Perlenpen so arbeiten oder eben dann mit den Leerflaschen in den verschiedenen Dicken. So, und jetzt zeige ich euch nochmal. Carmen schreibt, können wir heute nicht um eine Stunde verlängern. So, und jetzt zeige ich euch nochmal, weil wir gerade so richtig schön nah dran sind, zeige ich euch jetzt nochmal eine Perle. Also ihr geht da auch, also ihr könnt eben entweder von oben arbeiten. Ich arbeite aber auch gerne von der Seite, weil dann sehe ich so richtig schön, wie meine Perle ist. Und dann mache ich so eine leicht kreisende Bewegung und dann habe ich so eine richtig schöne Perle. Und die kann ich natürlich auch in verschiedenen Größen machen. Also das heißt, ich kann jetzt auch hergehen. Also ich mache immer zum Schluss so kreisende Bewegungen, dass die dann so richtig schön rund wird. Und so könnt ihr spielen. Also ich kann hier jetzt natürlich auch so eine richtig schöne, dicke Perle machen. Aber da braucht ihr natürlich auch dementsprechend lange zum Trocknen. Also am besten dann einfach, wenn ihr eure Perlen gesetzt habt, lasst die so trocknen. Und dann ist es überhaupt kein Problem, die dann, sag ich jetzt mal, da für die dickste Perle, die ich jetzt gemacht habe, würde ich jetzt so roundabout so sagen, so 6 bis 8 Stunden. Mhm. Empfehle euch aber, lasst sie einfach über Nacht trocknen, dann passiert sicher überhaupt nichts. Ist genau. Sicher.
Oder den als Konturliner benutzen. Es wurde auch schon in den Kommentaren geschrieben, man kann auch den Konturliner verwenden. Ja, das ist auch möglich. Bei den Perlenpens habt ihr aber noch die Zusatzfunktion mit den Schnörkeln, mit den Perlen. Und ihr könnt natürlich in unterschiedlichen Farben arbeiten. Ja. Auf Karten kann man das Ganze zum Beispiel machen. Ich nehme das mal kurz weg. Das sehen wir jetzt. Was ich sehr interessant fand, du meintest, wir können den Perlenpen auch aufspachteln. Ja. Das gebe ich dir jetzt auch einmal in die Hand, denn das gucken wir uns auch noch mal an, wie vielfältig dieser Perlenpen eigentlich sein kann. Genau, da ist nur wichtig, wenn ihr das mit dem Aufspachteln macht, bringt die Schablone, die ihr verwenden möchtet, bringt die mit Schablonenhaftspray einmal auf und dann mache ich es so, dass ich den Perlenpen oben auf die Schablone relativ dick auftrage, also noch nicht in die Schablone rein, sondern oben an dem Rand und dann ziehe ich das nach unten ab, weil würde ich jetzt direkt gleich hier in die Flächen reingehen und da überall mein Perlenpen, kann es passieren, dass er mir unten drunter läuft. Deswegen macht es ruhig nur oben und zieht dann die Farbe runter und so habt ihr nämlich dann ein schönes Ergebnis. Wenn ihr jetzt hier natürlich so eine A4-Schablone verwenden wollt, würde ich es jetzt hier an der Seite auftragen und dann hier einmal so nach seitlich abziehen. Wow. So viele Möglichkeiten mit dem Perlenpen und natürlich auch Schnörkel können wir natürlich auch ziehen. Ich finde das immer interessant, wie man Bilder oder auch Karten damit ganz einfach aufpeppen kann. Wir hatten auch ein 3D-Motiv, da zeigen wir gleich auch nochmal, das müssen wir auch unbedingt zeigen, wie das funktioniert. Da nochmal so einen kleinen Special-Effekt, also so nochmal so ein schönes Extra dazu zu Genau, geben. Hier haben wir einfach mal das Motiv auch so ein bisschen weitergearbeitet. Und ich würde sagen, ich gebe dir das jetzt mal wieder einmal dran. Ja, das nehme ich. So, und habe jetzt hier einmal, ich habe sogar zwei 3D-Motive vorbereitet, damit wir das schon schön mal sehen können, weil hier haben wir tatsächlich so Gold-Highlights mit dabei. Und da kann ich jetzt natürlich hergehen und kann an der Blüte nochmal den Blütenschwung einmal nachziehen. So, ich hab ihn wieder falsch rum hingestellt. Patricia, so. Heute schön am Schütteln. Ja, ich bin heute immer irgendwie am Schütteln und ich glaube, ich brauche einmal die Nadel, Silvana. Ich hole sie dir. Weil ich habe ihn jetzt natürlich nicht zugemacht. So. Jetzt haben wir natürlich nämlich auch gleich den Vorführeffekt. Das ist natürlich jetzt super. Falls euch das auch zu Hause passieren sollte, wie kriegen wir die Düsen? Normalerweise macht ihr immer hier einmal den Silikonverschluss oben wieder drauf. Ich war jetzt gerade zu faul und habe es nicht gemacht. Dementsprechend ist die Farbe jetzt leicht angetrocknet, aber ich nehme einfach nur eine Nadel, schiebe die hier einmal rein, kann die wieder rausziehen und schon ist er wieder frei. Jetzt muss ich natürlich wieder nach unten schütteln. So, und jetzt kann ich es dann wieder, ja, und schon kommt meine Farbe wieder raus und kann jetzt das Ganze hier einmal entlang ziehen und kann so meine Blüte nochmal umranden und kann dann hier nochmal Highlight setzen. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel sage, mir gefällt das Gold jetzt in dem Fall nicht, kann ich hier natürlich auch nochmal die goldenen Highlights, die hier jetzt schon an der Blüte sind, zum Beispiel könnte ich die jetzt auch noch in Rosa oder in Weiß nochmal nachziehen. Komm hier mal rein. Das könnt ihr aber auch zum Beispiel mit unseren Premium-Transfer-Motiven machen. Da könnt ihr das auch umranden. Da haben wir auch nochmal hier mit dem Perlenpen gearbeitet, so wie beim 3D-Motiv dann auch hier. Ne? Als Rand in die Mitte, dann ist noch ein bisschen aufgehübscht mit den Perlen an den Seiten. Sieht natürlich sehr schön aus. Genau, und hier wollte ich euch das nochmal zeigen, deswegen hatte ich hier zwei 3D-Motive. Hier haben wir nämlich eine silberne Veredelung drauf und ich finde, die kommt gar nicht so richtig zur Geltung. Und ich nehme jetzt hier einfach meinen goldenen Perlenpen und arbeite die ganzen silbernen Elemente, die wir hier haben, arbeite ich einfach nach, damit ich hier einfach nochmal ein bisschen mehr Lebendigkeit in mein 3D-Motiv reinbekomme. Ich finde auch, wenn man ein 3D-Motiv hat oder auch ein Motiv, was man auf die Karte anbringt und die Karte zum Beispiel in Goldtönen ist, hat man nochmal eine super Verbindung vom 3D-Motiv zur Karte. Ne? Die Farbe taucht dann nochmal auf dem 3D-Motiv auf der Karte, auf dem Untergrund. Es ist dann harmoniert dann immer so schön. Genau, und ich kann hier wirklich so ein bisschen spielen und ich drücke hier jetzt in dem Fall gar nicht doll auf, sondern ich zeichne hier mehr oder weniger so, wie ich es möchte, meine Blüte so ein bisschen nach und gebe dem Ganzen nochmal so ein paar Highlights. Also das könnt ihr natürlich machen. Ihr könnt aber auch natürlich, so wie ich es hier gemacht habe, die Blüte einfach umranden und noch ein paar Highlights weitersetzen. Also spielt da ruhig. Also ihr könnt da echt spielen in den verschiedensten Möglichkeiten oder hier beim Schmetterling jetzt die Punkte nochmal nach. Ich weiß, ich möchte gar nicht aufhören. Silvana. Ja, aber die liebe Claudia schreibt auch, jetzt gleich ist auch schon Schluss. Schade, aber bevor wir die Sendung beenden, haben wir noch was Tolles. Ich zeige einmal diese schöne Schachtel, die wir bekommen haben von der Sonja Lösch. Vielen lieben Dank. Ich öffne das und dann wisst ihr auch schon, worum es geht. Und zwar um unseren neuen Artikel bei uns im Shop. Übrigens,
Vielen lieben Dank für die Schokolade. Wir haben schon vor der Sendung ein bisschen genascht. Falls ihr uns neu bei uns Schilder schicken wollt, könnt ihr das gerne natürlich machen. Die Adresse blenden wir euch später auch nochmal ein. Wir werden jetzt zeigen, was unser neuer Artikel ist. Ich lege das einmal hier hin. Und dann geht's schon direkt los. Wir schalten um. Oh, jetzt wird's richtig spannend. Genau, und zwar haben wir unsere ganz tollen LED-Leuchten für euch mitgebracht, die natürlich auch in drei verschiedenen Helligkeitsstufen nochmal mit dabei sind. Ja. Ihr habt ein Ladekabel mit dabei und das ist so toll. Also ich finde diese Leuchte einfach so wunderschön. Ich würde die gar nicht großartig weitergestalten. Höchstens wie bei dir noch so ein paar Strasssteinelementchen noch mit dazu. Aber die ist so toll. Und wir haben hier wirklich viele Möglichkeiten, die zu verzieren. Oder wie du sagst, man kann es auch so lassen. Übrigens als kleiner Tipp, auf dem Deckel steht nochmal drauf, dass ihr die dimmen könnt. Moment, da komme ich einmal ganz nah ran. Denn ihr könnt die Farben auch verändern bei den Lampen. Ihr könnt durch einmal tippen zum Beispiel ein weißes Licht bekommen, durch zweimal eintippen so ein warmweißes Licht und bei dreimal tippen eine Kombination aus beiden Farben und beim vierten Mal tippen schaltet ihr die Lampe aus und wenn ihr länger drauf tippt, bei jeder Farbe könnt ihr die Lampe auch nach Wunsch dimmen. Das Tolle natürlich ist, wenn man mit dem Kabel arbeitet, braucht man keine Batterien, ist es nachhaltiger und dadurch, dass wir jetzt das mit dem Kabel aufladen, aber das nicht an die Steckdose setzen müssen, können wir das immer überall hin tun, wo wir möchten. Mal im Garten, auf der Terrasse, im Wohnzimmer. Wenn man sagt, ach, ich will das jetzt mitnehmen ins Schlafzimmer oder in die Küche, ihr könnt das überall hin platzieren, wo ihr möchtet. Genau, und das Tolle ist, wir haben hier natürlich den Stecker. Das ist ein ganz normaler C-Stecker. Den könnt ihr natürlich super mit USB verbinden. Und es ist eine kleine LED-Anzeige mit dabei. Das heißt, solange die rot leuchtet hier unten, habt ihr dann die Möglichkeit, also seht ihr, dass es leuchtet und sobald es blau leuchtet, ist sie fertig. Oh, jetzt schauen wir uns die tollen. Genau, und jetzt ist natürlich so schön, die weiter zu gestalten und wir haben verschiedenste Möglichkeiten. Wir hier außen haben wir, ich kann sie nochmal ausmachen, das ist jetzt einmal aus, dass wir jetzt einmal so richtig schön dieses kaltweiße Licht. Und dann haben wir hier nochmal das warme Licht. Wir können es mit Strasssteinen weiterverwenden, gestalten. Wir können aber auch ganz toll hier zum Beispiel Reispapier nochmal weiterarbeiten. Das hier ist eine Möglichkeit. Die könnt ihr natürlich auch super schön mit unseren Stanzschablonen, ich nehme jetzt das einfach nochmal hier zur Hand, natürlich auch nachgestalten. Und der Glasmalfarbe, was genau, klasse aussieht. Glasmalfarbe. Hier unten den Fuß mit den Metallic Flakes nochmal weitergestaltet. Den Schirm einfach mal klar lassen und den Fuß weitergestalten. Mit Diamond Painting das Ganze weiter verzieren. Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Und ich muss jetzt die eine, muss ich noch mal euch zeigen, weil die finde ich nämlich auch ganz besonders schön. Die hat nämlich hier noch mal so ein Streifendesign, das was Uli hier reingearbeitet hat. Das ist auch eine super schöne Möglichkeit, einfach mit Abklebeband das Ganze abkleben. Und ich finde sie so schon unbebastelt, wunderschön, aber toll. Natürlich auch in Kombination mit unserer Glasfarbe ist es ein absoluter Wahnsinn. Und ich kann euch das nur empfehlen, wenn ihr die anhabt und ihr macht die, und es ist richtig dunkel und ihr stellt die an die Wand, ihr habt so einen richtig schönen, ja, so ein, wie so ein Kristall-Effekt, das sieht so klasse aus. Das ist unser neuer Artikel der Woche, unsere LED-Tischlampe, die ihr frei platzieren könnt, wo ihr möchtet, wo ihr keine Batterien braucht und die einfach mit dem Ladekabel aufladen könnt und natürlich entweder gar nicht verziert und so lässt oder ihr verbastelt die nach euren Wünschen und nach eurer Deko, wie ihr das gerne haben möchtet. Wir gucken einmal rein, was wir alles verwendet haben an Empfehlungen. Da könnt ihr jetzt euch alles rausschreiben oder später nochmal in Ruhe angucken, was verwendet wurde. Wie zum Beispiel die Spritzen, die wir brauchen, die Fächerpinsel, je nachdem, welche Techniken man machen möchte. Und aber auch die Windradfolien. Übrigens zu den Windradfolien und Windradfolienscheiben fällt mir jetzt noch ein, ich wollte es die ganze Zeit beantworten, wurde gefragt, ob man die auch waschen muss. Die müsst ihr nicht waschen, die könnt ihr einfach verwenden. Genau, weil sie eine Klebefolie, also eine Schutzfolie, nicht genau. Klebefolie, eine Schutzfolie. Nur dran denken, die Schutzfolie unbedingt abmachen. Ist uns auch schon mal passiert, dass wir darauf gearbeitet haben, gebastelt haben und die Schutzfolie vergessen haben abzumachen. Das ist
manchmal sehr ärgerlich. Ja. Denkt auf jeden Fall dran. Und auch bei der Windfahrtfolie nochmal Tipp von mir, solltet ihr zum Beispiel auch dieses Selbstklebende zu Hause haben, ist es auch kein Problem, die Farbe auf die Klebefläche aufzutragen. Oh, ja. Auch das ist eine Möglichkeit. Also ihr braucht jetzt nicht unbedingt die nicht selbstklebende kaufen, sondern wenn ihr noch ein Stück zu Hause habt, möchtet ihr es unbedingt ausprobieren, könnt ihr das natürlich auch sehr gut auf der Klebefläche machen. So, dann geht es weiter mit unseren nächsten Terminen am 21.06., also Mittwoch, gibt es um 15 Uhr den Bastelclub und um 18 Uhr gibt es wieder eine tolle Stunde mit Karin alleine ohne Moderator. Freut euch auf die Einzelstunde, wo ihr ja eine ganze Stunde im Prinzip mit ihr zusammenarbeiten könnt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir konnten euch die Glasmalfarbe näher bringen. Uns hat es Riesenspaß gemacht, oder? Ja. Vor allem die Vielfältigkeit der Farbe. Man kann wirklich sehr experimentieren. Ich fand das super in den Kommentaren. Es wurde geschrieben, die lädt zum Experimentieren ein. Und das stimmt wirklich. Auch das, was wir jetzt mit dem Perlenpen gemacht haben, lädt nochmal ein, ganz neue Sachen damit auszutesten. Die Aktionen gibt es heute und morgen bei uns im Shop. Und wir wünschen euch viel Spaß und freuen uns natürlich auch auf eure Arbeiten, die ihr uns dann per Fotos zuschickt. Und jetzt kommt noch was ganz Wichtiges. Eine Aufgabe haben wir noch, dann ist die Stunde wieder leider zu Ende und dann geht es erst nächste Woche Montag wieder weiter. Und zwar einen Gewinner verkünden und das ist heute Kerstin Neubrecht. Yay! Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit deinem Überraschungspaket rund ums Thema Glasmalfarben. Wir sagen danke, danke für die tollen Kommentare, fürs interaktive Mitmachen und wir sagen bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.